Ich behandle, egal woher der Patient kommt. Ja, ich kenne von vielen Patienten aus Schilderungen, dass viele Ärzte da eher allergisch reagieren, wenn sie hören, das war jetzt im Ausland. Mir ist das eigentlich wurscht, ob im Inland, Ausland. Ich sehe den Fall und versuche aus diesem Fall dann das Beste zu machen, und da ist ja eigentlich egal, ob der oder wo der behandelt wurde. Also das kommt sicherlich immer auf den jeweiligen Behandler an, aber man findet sicherlich genügend Kollegen, die da überhaupt keinen Unterschied machen. Und zum Zahntourismus selber ist halt zu sagen, es gibt in jedem Land gute und schlechte Ärzte. Es gibt Ärzte, die sind geschickter, Ärzte, die sind weniger geschickt. Es gibt Ärzte, die sind link, es gibt Ärzte, die sind weniger link. Und dazwischen natürlich alle möglichen Facetten. Der organisierte Tourismus, der also marktschreierisch, so nach dem Motto Zahl 2, nimm 3 arbeitet, der ist natürlich gefährlich. Diesen Tourismus, den hat man überall. Deutschland ist das Polen, bei uns ist das halt Ungarn, in der USA ist das Mexiko. Ja, man findet da überall sozusagen diese Angebote, wo dann mit Buß und von Maniküre, Pediküre bis Massage und alles wird sozusagen, inklusive der Zahnsanierung, alles wird angeboten. Das ist natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil hier häufig auf Behandlungen, die eher zeitanspruchsvoll sind, die werden häufig weggelassen und man orientiert sich also nur auf Behandlungen, die entweder der Patient unmittelbar sieht und oder die viel Geld bringen. Und wenn man auch da wieder sehr kritisch an das Ganze herangeht, wenn man das vergleicht, wenn man sich sehr gut informiert, hat man eigentlich nicht, läuft man nicht Gefahr, auf diese Dinge reinzufallen. Und ich empfehle vielen Patienten, also wenn zum Beispiel ein Ungar zu mir kommt oder ein Serbe, den kläre ich auf, dem sage ich, du pass auf, da gibt es im Internet das und das Video, das schau da an. Und wenn du im Inland dann einen lieben, netten Kollegen kennst, der lass dir das dort machen, ich betreue dich dann auch hier weiter. Weil natürlich können viele dieser Kollegen die Leistungen zu einem gewissen Teil günstiger anbieten, nämlich zu dem Teil, man spart also häufig, die Kollegen sparen sich Personalkosten. Die Materialien selber, wenn diese Kollegen also gewissenhaft arbeiten, sind die Materialien eigentlich nicht wirklich viel billiger. Egal ob jetzt in Ungarn, in der Slowakei, Tschechien, das heißt, wo diese Kollegen punkten können, ist, dass sie halt günstiger bei Personal fahren.